Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Legend mit den Vergessenen. So, ich bin etwas erkältet, aber es sollte funktionieren. Einfach mal testen. So, wir haben zwei Quests offen. Einmal müssen wir dort oben zu der Ruine. Ja, und da können wir dann in der nächsten Runde auch hin. Und zum anderen müssen wir unsere Anführerin Zima aufwerten, damit sie alles oder nichts auf Stufe 2 bekommt. Alles ist hier im Fertigkeitenbaum. Das hier. Da kriegen wir dann bei erfolgreichem Hacken sag ich schon, bei erfolgreichem Spionieren und Infiltrieren. Da war ich gerade kurz bei einem anderen Spiel. Da kriegen wir dann einen Dienstzeitbonus. So. Dann haben wir die Wildläufer entdeckt. Wie ist es euch auf dieser von Gaia gesegneten Welt ergangen, Reisender? Ja, bisher ganz gut. Und jetzt wollten wir hier runter. Machen wir nächste Runde mal. Und da sind halt überall neutrale Einheiten unterwegs. Dann wird das dauern. 7 Runden. Ah, dass wir hier nochmal eine Einheit produziert kriegen. Schnell. Ja, genau so. Wachstum in 1. Ah, okay. Auch in 7 Runden. Ja, hier haben wir halt nie dieses Dorf zerstört. Und gegen Friedensverhandlungen haben wir uns ja ganz am Anfang entschieden. Ich finde immer noch ein großer Fehler, das nicht freigeschaltet zu haben. Aber okay. Ah, hier haben wir alles für uns. Ei. Zur Besiedlung. Ja, und da werden wir belagert. Gerade hat die Belagerung einer deiner Städte begonnen. Diese Stadt muss nun die folgenden Konsequenzen tragen. Bewirtschaftungskacheln produzieren nichts mehr. Du erhältst nur Winde aus den Bezirken und dem Stadtzentrum. Ja, also alles, was hier drin liegt, nicht was draußen drumherum ist. Alle Regionsgebäude außerhalb der Stadt sind deaktiviert, da ihre Verbindung zur Stadt unterbrochen ist. Ihre Sichtweite ist 0. Die Regionsgebäude in Bezirken sind noch aktiv. Ah, also hier, wenn wir zum Beispiel Wachtürme hätten. Und ja, keine Titanproduktion, keine Glasstahlproduktion. Deaktiviert. Die Stadt kann keine Regionsgebäude mehr errichten. Die Produktion von DAS und Wissenschaft ist halbiert. Belagerte Stadt verliert Zustimmung. Ja, jetzt dauert das hier halt nicht mehr 7 Runden. Beziehungsweise es werden ja jetzt sogar 6 Runden. Und dann 11. Einheiten in der belagerten Stadt oder auf einer der Stadtkacheln regenerieren nicht mehr. Die Stadtgarnison kann in einem Kampf nicht helfen, an dem der Belagerer nicht beteiligt ist. Ja, also wenn wir jetzt hier mit unseren zwei Einheiten angreifen würden, könnten die Milizen nicht helfen. Die Stadt verliert mit jedem Zug Verteidigungspunkte. Entsprechend der Schaden an Stadtbefestigung des Gegners. Sobald keine Verteidigungspunkte mehr vorhanden sind, verlieren Einheiten in der Stadtgarnison oder auf einer Stadtkachel mit jedem Zug Leben. Entsprechend
des Schadens an Stadtbefestigung. Statthalter Held einer belagerten Stadt erhält mehr Erfahrung. Ja, können wir uns dann da noch reinbewegen? Nein, wir können uns da nicht mal mehr reinbewegen. Ja, wir könnten uns in der Nähe positionieren. Wir sind ja auch verborgen. Und falls sich der Gegner dazu entscheidet, unsere Stadt anzugreifen, würden die als Verstärkung fungieren. Dann gehen wir mal hier zum Wald. So. Ja, die haben die Grenzen geschlossen, die Wildläufer. Und unsere Bevölkerung wächst. Sehr schön. Ah, 6 Runden, 11 Runden. Ah. Da ruhig auch nochmal einen Marodeur. Ah, unsere Hauptarmee ist halt zu weit weg. Und der einen Quest. Sechs Runden bis zum Wachstum. Ah, wir gehen ja mal auf Produktion. So. Oh, hier haben wir ganz viel Nahrung geschickt. Die Stadt ist gerade gewachsen. Dann ändern wir das mal. Und der Marodeur kommt nach vorne. So. Ja, dann gehen wir einmal dahin. Die Quest. So, erreicht das Ziel. Durchsuche den auf der Karte angegebenen Ort mit einer vom Helden angeführten Armee. 25 Titan. Neues Ziel. Durchsuche den nächsten auf der Karte angegebenen Ort mit einer vom Helden angeführten Armee. Exotische Legierungen, okay. Und das haben wir schon. Nein. Er schaltet Waffen des Rangs 3 aus Titan oder Glasstahl frei. Reduziert die Initialkosten für Gegenstände aus Titan oder Glasstahl um 10%. Ja, wir haben bereits noch was anderes. Gehen wir hier rein. Ja, da haben wir die Waffen Titan und Glasstahl Rang 2. Und Rang 3 wäre dann halt neu. Also noch besser. Okay, ja, wohin müssen wir dafür gehen? Ja, das finde ich schon mal sympathisch. Dass man uns nicht weiter nach Westen schickt. So. Achso, einmal anklicken, suchen. Und neuer Auftrag hinzugefügt, Körper und Blut. In die Wände dieser Ruine wurden weise Worte gemeißelt. Wenn ein Imperium der Körper ist, ist ein Volk das Blut in seinen Adern. Dir wird klar, dass deine Bevölkerung der Schlüssel zum Ruhm ist und je mehr helfende Hände du hast, desto besser kannst du zukünftige Herausforderungen meistern. Erhöhe die Bevölkerung in deinem Imperium, um deine Macht zu mehren. Neues Ziel? Halte innerhalb von 15 Zügen mindestens 8 Bevölkerungen in einer deiner Städte. Und dann würden wir 30 Einfluss kriegen. Ja. Haben wir hier gerade alles in die Marodeur-Produktion gepackt. Wie lange hatten wir Zeit? 15 Runden? Mal schauen. Okay. Ja, das sollte machbar sein. Dann nehmen wir noch einen mehr. Hat noch irgendwas passiert? Der Winter tritt ein in 10 vielleicht. Okay. Ja, der Marodeur wird natürlich jetzt immer langsamer.
Ja, gut, dann haben wir aber die eine Quest da bis dahin erledigt. Genau. Also dann ist der Bürger safe da, bis der Winter eintritt. So. Ja, und dann können wir schauen, dass wir schnell wieder zurückkommen. Ah, das geht dann über den Weg. Okay. Ja, dieses Symbol. Das hätte ich gerne hier. So. Nächster Zug. Ja, also nochmal zwei mehr. Wenn die neben uns stehen würden. Ja, dann würden wir uns doch sehen. So. Ula Java auf Stufe 5. Und sie ist am Spionieren. Stufe 2 kann bei der Durchführung einer Infiltrationsaktion nicht gefangen genommen werden. Und das, denke ich, ist sehr wichtig. Das killen wir. So. Weil wir möchten ja nicht mit den Feinden hier verhandeln, um unsere Heldin dann wieder freizubekommen. So. Fünf Runden. Imperiumsplan mal gleich schauen. Ein, 12 Runden, okay. Ja, da werden wir aber schon das eine oder andere machen können. Das wird auch gehen. In 12 Runden halt erst. Dass unsere Städte alle mehr Zustimmung bekommen. Und wir können dann das generieren. Und dann beim übernächsten Imperiumsplan die Kostenreduktion für Forschung. Da kann man das gerade ganz gut so hin und her switchen. So. Ja, eine Runde warten. Und die andere Armee hat es ja schon bewegt. Wo? Ah, fünf Runden noch. Ach so, hier. Nachrüsten. Hat der für Ausrüstung bei sich? Leben 129, Schaden 47. Okay, der hat ein Leben mehr und macht 6 Schaden mehr. Wow, und dafür 167 das. Okay. Und die Heldin hat halt gar nichts zum Kämpfen. Die war eigentlich zum Spionieren vorgesehen. So, aber wenn ihr Neutralen jetzt unsere Stadt angreift, dann wäre es natürlich gut, wenn sie auch ordentlich mitmachen kann. Dann haben wir hier Abwehr gegen Fernkämpfer. Plus 30%. Ah, und dass sie halt mal bessere Rüstung bekommt.
So, das kostet bis jetzt 64 Dust. Waffen. Ah, es erteilt die Fähigkeit Akimbo. Ja, eine Heldin unserer Fraktion. Also eine Einhand-Axt. Und noch eine Einhand-Axt. Okay. Wir haben beide Fernkampfschlechter. Wäre natürlich gut, auch noch was zu haben gegen... ja, eine andere Fähigkeit. Bayern-Schwert. Ein Einhandschwert, Kriegerschlechter 2. Ja. So. Das ist natürlich auch wieder einiges. Initiative 63. Ah, welche von den beiden Waffen hat mehr auf Initiative? Ah, wir wechseln das mal. Mal schauen, ob es so geht. Was ist hier der Unterschied? Ah. Die Fähigkeit ändert sich. Okay. Also haben wir schon mal 40 auf Initiative. Ja. Okay. Übernehmen. Jetzt haben wir einiges an Dust ausgegeben, aber ich denke, wenn die hier angreifen, dann Milizen plus die zwei, die sollten das dann packen. So. Ja, später im Spiel haben wir halt dann unsere Straßen und die Technologien, die uns auf Straßen beschleunigen. Aber später im Spiel. Jetzt noch nicht. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass uns nicht die Neutralen unserer Stadt wegmopsen. Und dann dieses Dorf zerstören. So, ja, das wird ja jetzt schon etwas knapper. Geh mal dahin. Da wäre hier, wenn man sich so ein Gefechtsfeld anschaut, wären wir von der Stadt aus hier immer noch in Reichweite. Das ist Entfernung von 4. Entfernung von 4 haben wir hier auch in alle Richtungen. Sogar genau von 4. Obwohl nach unten haben wir nur eine 3. Da seht ihr das, wo das Seefeld ist. Ja gut, dann gehen wir da hin. So. Ja, da kommen auch noch mal welche. Aber gleich ist unsere Hauptarmee da. So, das schauen wir uns mal im Detail an. Ja, wir haben noch 71 Gold. Kosten 25 und das dauert dann 10 Runden. Ja, machen wir. Erbemetall kostet genauso viele Einheiten. Können wir jetzt noch einmal aktivieren und dann noch einmal. Ja, okay. So. Einmal dahin. Ja, und da stehen bleiben. Ach, da geht noch ein Feld. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich bei Endless Legends solche Probleme habe mit den Neutralen. Aber es ist auch die erste Partie, bei denen ich nicht den Sprachplatz erforscht habe.
Die Kultisten. Schließt euch uns an. Die Welt und das Universum erwarten das Aufblühen unseres Ziels. Ich glaube nicht. Ihr seht nicht sonderlich sympathisch aus. So, jetzt nochmal 6 Bewegungspunkte. Das wäre natürlich greedy, da jetzt nach oben zu gehen. Machen das. Aha, eins nach dem anderen. Muss man hier aufräumen. So, Infiltrationsfortschritt. Ulayava hat erfolgreich die Stadt Aviere infiltriert und jetzt Infiltrationsstufe 3 erreicht. Da schauen wir doch mal. So. Sicherheit 30%. Ah, die sind nicht mehr ganz so zufrieden. Und sich Stadt anschauen. Ah, dann sind die nur glücklich und nicht inbrünstig. Bei inbrünstig hätten die einen Sicherheitsbonus von 40. So. Ja, Technologiestellen auf Stufe 3. Könnten wir auch Technologien der Ära 2 stehlen. Da würden wir bestimmt was für uns haben. Ja, das machen wir mal. Jawohl. Hydrologie. 605, das gespart. Und da können wir dann unsere Industrie steigern. Kanäle können wir in allen Städten bauen. Und die Kanalschleusen dann in einer Stadt. Und die Stadt würde dann halt sehr stark profitieren. Da muss man dann überlegen, welche Stadt wird viele Bewohner haben. Und kann dann, und wo kann man dann viele Bewohner mit diesem +5-Bonus ersehen. Ah, auf jeden Fall hier die Stufe 1 Technologie, die würde halt das bescheren. Und die ist halt billiger in der Forschung. 491 im Vergleich zu 605. So. Weil das sind auf jeden Fall Technologien, die wir irgendwann einmal haben möchten. Von daher haben wir jetzt die genommen, die höhere Wissenschaftskosten hat. So. Ja, okay. Sie blieb unentdeckt. Ja, ab und zu muss ich mal einen Schluck trinken, sonst kommt es zum Hustenanfall. So. Ja genau, wir machen da weiter. Und Dienstzeit 4,5. Ja, da kriegen wir jetzt jede Runde nochmal 4,5 dazu. Und dann durch die Heldenbefähigung 12. Also mehr als ein Drittel, nur dadurch, dass wir schon einmal erfolgreich infiltriert haben. So. Ja, jetzt wird's spannend. Ja, jetzt noch nicht, aber in der nächsten Folge. Weil dann können wir hier aufräumen. Okay. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.